Einen wunderschönen guten Morgen aus Kopenhagen. Wir haben uns für heute mal was Spezielles überlegt. Und zwar werden wir die Insel mal mit dem Fahrrad erkunden. Genau, denn wir haben immer wieder gesehen, dass sich eigentlich alle hier immer nur Motorroller ausleihen. Und wir dachten uns, dass man bestimmt auch einige Teile der Insel hier mit dem Fahrrad erkunden kann. Und deswegen sind wir gerade auf dem Weg zu einer Vermietstation für Fahrräder. Genau, wir sind gespannt, wie weit wir kommen, denn es ist ja auch relativ bergig. Im Anschluss werden wir uns natürlich auch noch mal ein paar Tage einen Roller ausleihen, weil wir schon ahnen, dass wir natürlich nicht überall hinkommen werden. Es ist nämlich auch teilweise sehr steil hier. Und am Ende wollen wir natürlich die beiden Sachen dann auch noch mal gegenüberstellen und ein Fazit ziehen, ob es sich wirklich lohnt, hier mit dem Fahrrad umherzufahren oder ob es halt doch eben keine Alternative ist. So, wir haben jetzt hier Fahrräder bekommen. Es gibt natürlich weniger Fahrräder als Motorbikes, aber zwei für uns hat es gegeben. War auch relativ günstig, 140 Watt nur pro Tag. Und jetzt düsen wir gleich mal los. Genau, die Qualität der Fahrräder ist, typisch thailändisch. Also hier und da rostet es natürlich. Helme gab es nicht, Licht haben wir auch nicht bekommen. Immerhin gab es noch ein Schloss zum Abschließen. Die Bremsen funktionieren, was denke ich mal auch wichtig ist. Wie Anna schon gesagt hat, wir werden jetzt mal in den Norden fahren, die Insel erkunden und euch mitnehmen. Berg. Wir haben es leider nicht geschafft. Wir müssen jetzt kurz hochschieben. Wie geht's dir? Es ist ultra anstrengend und die Fahrräder können gar nichts. Schalten bringt nichts. Die quietschen. Und wir sind ja eigentlich Fahrradfahren gewohnt. Wir fahren auch Rennrad. Aber das ist hier in der Hitze mit den Bikes zu anstrengend. Kurz was getrunken, weiter geht's. Wir sind jetzt oben. Jetzt geht's noch mal kurz runter und dann müssten wir da sein.
Hier kommt unser Fazit zur Fahrradtour. Wir haben uns tatsächlich so ein bisschen zu viel vorgenommen. Es waren insgesamt 20 Kilometer, die wir gefahren sind. Und wir haben eigentlich schon eine relativ gute Kondition, weil wir auch Rennrad fahren zu Hause. Aber hier waren die 20 Kilometer einfach so ein Ticken zu viel. Es ist sehr, sehr bergig. Und mit der Hitze war das einfach ein Ticken too much mit den Rädern, die nicht die beste Qualität haben. Sie sehen zwar nicht so schlecht aus, aber die haben gequietscht. Die Gänge haben nicht richtig funktioniert und man ist damit die Berge einfach nicht hochgekommen. Man hat auch immer gemerkt, dass bei unserer Fahrradtour von Step to Step unsere Kondition immer schlechter wurde und auch unsere Laune ein Stück weit in den Keller ging und wir das zum Schluss gar nicht mehr so richtig genießen konnten. Von daher empfehlen wir auf jeden Fall, wenn ihr Fahrrad fahren wollt, hier kürzere Touren zu machen. Tag für Tag immer vielleicht nur ein, maximal zwei Strände anzufahren. Ansonsten greift auf den Roller oder aufs Taxi zurück. Genau, kürzere Strecken sind definitiv möglich. Da kommt man dann an, kann sich abkühlen und fährt dann halt wieder zurück. Das geht, aber für so eine entspannte Tagestour macht das mit dem Fahrrad keinen Sinn. Außer man möchte natürlich eine sportliche Tour fahren. Dann aber dafür sorgen, dass ihr richtig gute Fahrräder bekommt. Und wie gesagt, also wir haben die nicht gefunden. Aber ihr könnt ja mal euer Glück versuchen. Solltet ihr da Erfahrungen haben, packt das gerne in die Kommentare. Genau. Für uns geht es jetzt mit dem Roller weiter und wir haben uns noch einige Ecken hier in Kufangan ausgesucht, die wir jetzt erkunden wollen. Freuen uns. Nachdem wir gestern mit dem Fahrrad unterwegs waren, haben wir uns heute direkt mal die Roller geschnappt. Und heute ist Bottle Beach Day. Wir sind in den Norden gefahren und gerade eben angekommen. Genau, aber zuerst wollen wir uns den Viewpoint von Bottle Beach angucken und danach erst runter zum Strand. Der Viewpoint soll legendär sein und ja, wir stehen jetzt hier am Eingang zu den letzten paar Metern und werden euch gleich die wunderschöne Aussicht zeigen. Wir sind wieder runter auf den Weg zu den Rollern und wollen uns jetzt nochmal den Bottle Beach von unten angucken. Die Aussicht auf jeden Fall mega, da haben die Rezensionen auf jeden Fall nicht zu viel versprochen. Die letzten Meter haben es allerdings doch wirklich in sich und man muss auch aufpassen. Ja, also man muss die letzten Meter, wir haben es ja gerade gezeigt, tatsächlich richtig durch die Steine klettern und es geht auch ziemlich hoch und ist rutschig. So, die Strecke ist mit dem Roller bedingt empfehlenswert, deswegen laufen wir jetzt und wir haben noch circa 2 Kilometer vor uns. Der Weg ist steil, aber es ist wunderschön hier. Wir sind jetzt am bekannten Fulmen Beach angekommen, Hatterinnen Beach.
Und der erste Eindruck ist, dass es leider ziemlich ausgestorben ist. Aufgrund von Corona ist hier natürlich nicht mehr so viel los. Und wenn man hier angefahren kommt, merkt man schon, dass die ganzen Touristenläden und so weiter, Restaurants, Bars zu haben und auch in den Hotels sehr wenig los ist. Trotzdem ist der Strand sehr schön, wenn man hier ankommt. Also es ist schon beeindruckend, er ist auch sehr groß. Aber desto weiter man hier nach hinten läuft, desto dreckiger wird es leider. Wir zeigen euch das gleich mal. Also es ist offensichtlich leider nicht mehr so gepflegt. Time.